Tonor hat mir für dieses Video das USB-Mikrofon TC777 zur Verfügung gestellt. Damit ihr euch selbst ein Bild von dem Mikrofon machen könnt, hört ihr jetzt hier meine unbearbeitete Aufnahme. Amazon ist mittlerweile überflutet von günstigen oder auch teuren Mikrofonen, die man dort kaufen kann. Hier sich noch zurechtzufinden, ist eine schwierige Aufgabe. Deshalb möchte ich euch heute mit diesem Video eine kleine Orientierungshilfe geben. Wenn man Ton aufnimmt, kommt es nicht nur darauf an, ein gutes Mikrofon zu haben, es kommt auch auf eine ja, sonstige gute Setup an, möchte ich es mal nennen. Und zwar muss das Mikrofon halt schwingend gelagert sein und man soll einen Popfilter benutzen. Zudem muss das ganze Signal ja noch von analog in digital umgewandelt werden. Und diese Aufgaben erledigt das Tonor. Das sind diese drei Punkte, die halt erstmal wichtig sind. Also ein Popschutz ist dabei, es ist eine schwingende Lagerung dabei, also so eine kleine Mikrofonspinne. Und die Signalumwandlung passiert mit einer internen Soundkarte. Das wird halt über USB angeschlossen und nicht über Klinke. Denn gerade interne oder Onboard-Soundkarten sind sehr gewöhnungsbedürftig, was das Eingangssignal angeht. Das Mikrofon selber ist jetzt auch nicht schlecht. Also für den Preis von 35 Euro kann man da nicht viel Negatives zu sagen. Wenn man jetzt also ein anderes Mikrofon kauft, muss man immer beachten, dass das Ganze außenrum ja auch noch irgendwie abgehandelt werden muss. Kaufe ich mir also ein Mikrofon, das einen XLR- oder Klinkeanschluss hat, muss ich immer noch dafür Sorge tragen, dass das Signal digital in den PC kommt. Gleichzeitig muss ich mich um eine Spinne kümmern und am besten auch noch um einen Popschutz. Hier punktet halt das Tonor. Das ist erstmal ein stimmiges Gesamtpaket. Man hat wie gesagt den Popschutz, die schwingende Aufhängung und ja die USB-Soundkarte schon integriert. Positiv anzumerken ist auch noch, dass wenn man einen USB auf USB-C-Adapter hat, kann man das Ganze auch noch an sein Smartphone, also an sein Android-Smartphone anschließen und damit aufnehmen. Kommen wir jetzt aber auch mal zu den negativen Punkten. Der Eingangspegel ist relativ leise. Ich habe den jetzt hier, wo ich spreche, gerade auf Maximum gedreht. Mehr geht nicht und ich sitze schon ziemlich nah am Mikrofon. Das heißt, habe ich das ein bisschen weiter wegstehen, muss ich schon wieder nachbearbeiten, um eine vernünftige Lautstärke hinzubekommen. Das wiederum wäre dann schlecht für Livestreams, wo ich einfach nicht die Möglichkeit der Nachbearbeitung habe. An der Soundqualität hat mir das hohe Grundrauschen nicht gefallen. Das muss ich halt in der Nachbearbeitung dann wieder entfernen. Mit diesem ganzen Setup ist man auch verglichen zu anderen Optionen ein bisschen unflexibler. Wenn ich das zum Beispiel mit meinem Zoom H1n, der auch auf Batterie laufen kann, also als mobiler Rekorder dienen kann und der noch einen Klinkeanschluss hat für ein Ansteckmikrofon, habe ich da viel mehr Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen und muss nicht immer direkt vorm PC sitzen für die Aufnahme. Ich will es mal so sagen, das Ding ist ein nettes Einsteigerspielzeug. Wer also mal in die Welt eintauchen will von Livestreams oder vielleicht auch mal ein eigenes YouTube-Video machen will und nicht ganz so eine schrammelige Tonqualität haben will, der kann da beruhigt zugreifen. Man stürzt sich jetzt hierbei nicht in Unkosten und ich glaube auch das Trommelfell der Hörer wird dann nicht strapaziert. Was halt zusätzlich noch zu erwähnen ist, es ist eine treiberlose Installation, man schließt es an und kann direkt loslegen. Das macht es dann eben auch möglich, dass man es schön am Handy benutzen kann, einfach anschließen und am Handy aufnehmen damit. Jetzt kommen noch ein paar Testaufnahmen, damit ihr euch mal selbst ein Bild machen könnt. Ich habe jetzt während der ganzen Aufnahme die Rauschunterdrückung ausgeschaltet. Also ich kann ja nachbearbeiten und das Rauschen rausnehmen. Was ihr jetzt hört, ist ohne eine Rauschunterdrückung. Ab jetzt habe ich die Rauschunterdrückung mal eingeschaltet. Und ich denke mal, da kann man sich schon ein Bild machen. Man hört schon in der Sprache sehr deutlich das Rauschen und man kann auch den Unterschied hören, dass es rausgenommen wurde jetzt. Damit ihr das besser hören könnt, bin ich jetzt einfach mal still und ihr könnt mal eure Lautsprecher aufdrehen. Ich blende dann ein, wenn es wieder weitergeht, wann ihr eure Lautsprecher runterstellen müsst, damit euch nicht die Ohren rausfliegen. Damit ihr auch mal einen Unterschied hören könnt zu einem anderen Mikrofon, spreche ich jetzt gerade in mein Zoom H1n ein. Auch diese Aufnahme ist unbearbeitet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Stereospuren zu einer Monospur herunterzumischen. Der große Unterschied ist einfach das Grundrauschen. Das Zoom H1n hat ein viel geringeres Grundrauschen. Wenn euch das Video bis dahin gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen.